Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute bauen wir das Bloxburg-Haus fertig und wundert euch nicht, warum ich herumkrabbel. Ich habe mal privat gespielt und deswegen sieht mein Charakter so klein aus. Sieht ein bisschen lustig aus, aber ja gut. Ich hätte gesagt, wir gehen erstmal in den Baumodus. So, ab im Baumodus. An alle, die es noch nicht mitgekriegt haben in der ersten Folge, wir haben hier unser Haus gebaut, grob. Und ja, wir wollen jetzt auf jeden Fall heute noch die Fenster reinbauen, hätte ich gesagt. Wo sind die Fenster? Ah, da sind Fenster. Perfekt. Ich hätte gesagt, wir nehmen die Standard, Leute. Die Standard, die sind nicht so teuer. Aber ich bin gerade am Überlegen, wir müssen vielleicht erstmal die Innenwände machen. Wir machen erstmal nicht die Fenster, wir machen erstmal die Innenwände. Wenn wir die Innenwände haben, dann können wir auch die Fenster platzieren. Und dann bauen wir hier. Also ich hätte gesagt, wir bauen so eine Art Gang. Vielleicht so einen Vorraum, Leute. So. Und dann hier so rüber. Dann haben wir auf jeden Fall ein Zimmer schon mal. Das hier ist das erste Zimmer. Dann würde ich da noch so ein Zimmer hinbauen. Ich bin gerade so am Überlegen. Ja, es wird genauso groß. Oder wir bauen es ein bisschen kleiner. Wir bauen hier so erstmal so die Größe. Dann wird das hier vielleicht so eine Art Abstellkammer oder sowas. Und hier wird dann nochmal rüber gebaut. Dann können wir da vielleicht das Bad oder so reinbauen. Und hier haben wir den Flur. Wohnzimmer ist dann das da hier. Das können wir hier gleich mal zubauen. Und dann ist das hier Wohnzimmer. Wir brauchen aber noch einen Schlafplatz, Leute. Wir reißen nochmal kurz die Wand hier ab. Die mittlere kommt nochmal weg. Ich bin gerade überlegen, wie wir am besten ein Schlafzimmer bauen. Wir bauen hier das Schlafzimmer rein. Weil ich will die Küche und das Wohnzimmer in einem haben. Jetzt bin ich gerade bloß am Überlegen. Jetzt habe ich einen Fehler, glaube ich, gebaut. Dann müssen wir noch ins Schlafzimmer kommen. Wir kommen dann nicht durch den Flur ins Schlafzimmer, oder? Nee, weil der Flur ja hier endet. Dann bauen wir es anders. Dann bauen wir hier so. Und jetzt geht das. Ja, jetzt ist der Flur auch bis zum Ende. Aber wir haben jetzt halt hier Platzverschwendung. Egal, wir bauen das dann hier so zu. Das passt schon. Ich bin noch am Überlegen, wie wir den Boden machen. Wir müssen mal schauen, ob es hier irgendwelchen Boden gibt. Und bauen jetzt erstmal das Wohnzimmer oder erstmal ein paar Fenster oder so ins Wohnzimmer. Aber wir bauen erstmal eine Couch. Ich muss erstmal schauen, wie hoch das Ganze sein muss. Wo ist die Couch? So, wir bauen uns einfach ein grünes Sofa hier hin. Aber ich bin gerade im Überlegen, wie wir es am besten bauen. Weil jetzt haben wir da das Problem mit der Türe. Und wir bauen das so, Leute. Und die Tür reißen wir ab und bauen die hier drüben hin. Oh gut, schauen. So. Es ist zwar ein bisschen schwachsinnig, jetzt dass wir zwei Türen haben. Aber hier kommt ja eh so eine Insel rein, so eine Kochinsel. Und dann kann man hier ganz normal Fernsehen schauen. So, und dann muss ich kurz schauen mit den Fenstern. Weil jetzt kommen nicht die Fenster. Hier auf jeden Fall schon mal ins Wohnzimmer. So. Ich glaube, das ist die richtige Höhe. Wir bauen hier richtig viele Fenster rein, Leute. Man muss schön rausschauen können. Die Küche kriegt auch viele Fenster. So, dann haben wir es auf jeden Fall schön hell. Das passt auf jeden Fall. Und jetzt machen wir noch ein bisschen die Küche, hätte ich gesagt. Wir bauen uns die hier rein. Die sieht gut aus. So, dann nehmen wir die hier. Drehen das Ganze. Ist ein bisschen blöd, im Dunkeln zu bauen. Ich will die aber richtig an der Wand haben. So, da muss auf jeden Fall eine hin an die Wand. So eine Schublade. Dann bauen wir vielleicht neben dran. Ich bin so am Überlegen, wie wir es am besten bauen. Weil wir müssen auf jeden Fall hier noch den Dings unterkriegen. Elektrogeräte muss ich kurz schauen. So, da muss auch irgendwo der Kühlschrank sein. Ist hier irgendwo ein Kühlschrank? Ich bin jetzt einfach auf alles gegangen und schreibe jetzt einfach Kühlschrank rein. Warum schreibt denn das Ü nicht? Alles klar, da fängt schon an. Mit UE geht's auch nicht. Wahrscheinlich gibt's keinen Kühlschrank. Wahrscheinlich haben die keinen Kühlschrank mehr. Das kann doch nicht sein. Hä? Das ergibt doch null Sinn. Leute, wenn jemand von euch weiß, wie man einen Kühlschrank hinbauen kann oder irgend sowas für die Küche, schreibt das mal gerne in die Kommentare. Weil sonst wird es hier nie was. Also ich kann hier kein Dings bauen. Das ist irgendwie unmöglich. Ja gut, dann hätte ich gesagt, bauen wir jetzt noch schnell den Schrank hier hin. Wo sind hier Schränke? Schrank. So, dann haben wir wenigstens im Wohnzimmer einen Schrank oder so. Wir brauchen einen schönen Schrank. Moderner Hochschrank. Egal, bauen wir einfach so. Glasschrank. Der wird, dich kann ich gar nicht mal hinstellen. Warum auch immer. Warum klebst du bei mir an der Decke? Warum schwebt der? Hä? Der schwebt doch auch. Ist das ein Hängeschrank? Nee, das ist zum Hinstellen, oder? Das ist so belastend. So, hier bauen wir den hier hin. Der geht auch nicht. Prima.
Ach, sind wahrscheinlich alles nur Schränke zum Hinhängen, oder? Kann das sein? Das ist ein Hängeschrank, oder? Wäre aber einen normalen Schrank. So, Schränke. Und jetzt suchen wir mal hier die gescheiten Schränke raus. Irgendeinen gescheiten Schrank, der bitte funktioniert. Irgendein Schrank. Komm, nehmen wir dich als Holzschrank. Warum hängen die denn? Es kann doch keiner mir erzählen, dass das hängende Schränke sind. Ich will einen stehenden Schrank. Hier geht gar nichts für stehend. Den hier verstehe ich ja noch, dass er schwebt. Aber warum der andere? Och, komm, Alter. Wir bauen einfach jetzt so eine Theke und fertig, wo der Fernseher draufsteht. Theke muss ja, oder Tisch. Gibt's hier Tisch? Warum sagt mir, dass hier ein Tisch gibt? Und da kommt der Fernseher jetzt drauf. Wir brauchen hier so einen Glastisch, brauchen wir erstmal. Das ist ein bisschen riesig. Der kann ja auch auf dem Boden stehen. Der ist ein bisschen zu groß, der Glastisch. Wir brauchen einen kleineren. So ein runder. Der sieht toll aus. Und dann jetzt noch einen Tisch, wo der Fernseher drauf kommt. Tisch oder Teppich erstmal schauen. Gibt's hier so einen runden, schönen Teppich? Prima. Oder auch nicht. Prima. Hallo? So. Also Teppich will auch nicht mehr. Dann willkommen Teppich. Wollen wir hier noch einen Teppich drunter machen? Ja, so. Komm, let's go. Die Farbe ändern wir eh noch. Aber ich will jetzt erstmal hier Dekoration, Tisch. Wo ist der Tisch? Hier. Und jetzt hier schönen Tisch hinzimmern. So, der sieht auch gut aus hier für den Fernseher. So. Und da kann hier schöner Flachbildfernseher hin. Elektronikartikel. Leute, wir gönnen uns richtig groß. Ich glaube, das ist hier, der am teuersten ist. Ist es der größte? Wir halt schon richtig großen haben. Ich glaube, der ist schon, der hier ist angemessen. So, für die Entfernung ist der angemessen, Leute. Einfach so einen riesigen Fernseher hier. Der sieht schon gut aus. So, das Fenster machen wir hier weg, weil das bringt uns eh nichts. Weil der Fernseher ja da steht. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an als Baby. Und das ist auf jeden Fall das, was wir heute geschafft haben. Wir haben eine Theke hier stehen. Wir haben einen Fernseher hier stehen. Warum auch immer das Licht hier nicht reinkommt. Vielleicht machen wir auch ein Glasdach oben drauf, Leute. Weil so kommt ja kein Licht bei uns hier rein ins Haus. Aber ja gut, was sollen wir dran ändern? Oder wir bauen halt ein paar Lampen oder so. Hier haben wir so einen Glastisch. Einen Teppich haben wir hier noch liegen. Fernseher. Ich kann immer einschalten. Achso, ich muss erst die Stromrechnung zahlen. Ja gut, das können wir uns eh nicht leisten erstmal. Jetzt sitze ich halt hier erstmal. Guckt, Leute, ich weine schon. Ist alles so traurig hier. Nein. Also auf jeden Fall, hier ist die Couch. Die haben wir heute hingebaut, den Boden, die Türen haben wir wenigstens reingebaut, die Wände. Wir haben schon ein bisschen was geschafft, aber ich sage euch ganz ehrlich, ich habe irgendwie schon mehr gehofft, dass wir mehr schaffen. Aber ja gut. Ich hätte gesagt, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne eine positive Bewertung da lassen. Guckt, Leute, ich bin auch schon ganz glücklich. Mal schauen, wie viele Teile es von dem Blocksburghaus noch geben wird, wie lange wir noch brauchen, bis wir fertig sind. Aber ja gut, gerne noch abonnieren und Glocke aktivieren, ganz wichtig, und dann bekommt ihr Benachrichtigungen. Und dann hätte ich gesagt, das war's für heute. Haut rein. Ciao, euer Action Boy. Bis zum nächsten Livestream oder zum nächsten Video. Ciao.